Wenn du auch noch niemals wissen wolltest, wie ich keine Mikrowellen-Mac and Cheese mache, dann solltest du jetzt unbedingt abschalten. Viel Spaß mit dem Video. Übrigens, wäre mega nice, wenn du erstmal abonnierst. Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Immer noch in Thailand. Also ich. Aber ich hatte mir schon vorher gedacht, dass ich mal was zu den Mikrowellen Mac and Cheese aufnehme. Ich mache jetzt einen auf Tim Meltzer mit Nina, der ollen Zibbel. Wer von euch kennt auch Tim Meltzer? Ich bin Tim Meltzer und ich zeige Ihnen, wie man mit wenig Fantasie und einer lästigen Assistentin tolle Sachen kochen kann. Ich arbeite ja von zu Hause. Ich will immer möglichst schnell meinen Mittag fertig haben. Und wenn ich nichts vom Vortag habe, dann muss ich was Schnelles mir reinziehen, was schnell geht. Deswegen gibt es die Mikrowellen-Cheese. Mikrowellen-Mac-and-Cheese. Und ich würde jetzt gar nicht lange drum rumsabbeln. Ich würde sagen, wir geben uns das mal. Viel Spaß damit. Absolut mega, oder? Finde ich nämlich auch. So ungefähr das unnötigste Koch-Video, was es jemals auf YouTube gegeben hat. Ich wollte auf jeden Fall noch über die Nährwerte sprechen. Nährwerte. Da ist nichts nahrhaft dran. Ja, entspann dich. Also, ich habe auch irgendwann vielleicht mal hier die Sachen gefunden. Und vielleicht blende ich sie euch jetzt auch irgendwo hier ein. Da bist du gut. Da ist Platz. Hier. Hier so. Hier ist Platz. Das Ganze hat 943 Kalorien. Wenn man bedenkt, dass ich so aktuell 2500 am Tag esse, ist das stabil. Und das Ganze kommt zu einer relativ stabilen Makroverteilung, wie ich denke. 141 Gramm Carbs, 17 Gramm Fette und 51 Gramm Eiweiß. Ja. Denk dran, pro Mahlzeit kannst du nur 30 Gramm Eiweiß aufnehmen. Willkommen bei Bro Science. Naja, wie dem auch sei, das sind die Nährwerte auf jeden Fall. Und ich finde das eigentlich ganz geil. Ich habe das früher mal so, ich glaube, über 4, 5, 6 Wochen wirklich jeden Wochentag mittags gegessen. Und dann ging es mir irgendwann hart auf den Sack. Dann habe ich es aber eine ganze Weile lang gar nicht gegessen und momentan hatte ich ja wieder Bock drauf. Und das soll es mit dem Video auch schon gewesen sein. Den Fail mit der Glasschüssel, beste Leben, den sollte ich öfters machen. Ja. Wenn dir ein ähnlich geiles, sinnloses Mikrowellengericht einfällt, erzähl mir auf jeden Fall nicht davon. Und Channel auch auf gar keinen Fall abonnieren. Ich glaube, das schadet dir, wenn du das machst. Ansonsten sind wir auch schon am Ende. Ich würde sagen, besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.